Was geht ab, YouTube? Da sind wir wieder mit einer ganz frischen Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen um Sidequest-Stuff gekümmert. Unter anderem halt um diese Rüstung endlich mal, nachdem wir diese sechs Keys hatten von diesem, ich glaube, Gosaku hieß er. Und in dieser Folge werden wir erstmal mit Nebenquests weitermachen. Wir arbeiten uns natürlich hier langsam nach vorne. Und ich würde sagen, wir fangen als allererstes, weil das ist ja immer noch DLC, fangen wir mit dieser Mission hier an und arbeiten uns dann hier die Fragezeichen entlang und gucken dann, dass wir hier Masako weitermachen. Und ja, mal gucken, vielleicht machen wir hier auch die eine Main-Mission. Müssen wir mal gucken. Ansonsten werden wir danach dann hier zu Yuna weitergehen und so werden wir uns dann hier so langsam vorarbeiten. Ja, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, lass uns zu dem Fuchsbau reisen und dann können wir ja als erstes mal das Fragezeichen da holen, weil es ist ja eh in der Nähe. Ja, und nur damit wir es mal besprochen haben, ich bin aktuell auch überhaupt nicht live. Das heißt, wir können uns komplett nur auf das Game fokussieren. Es gibt keinen Chat, den ich nebenbei lese. Weil es einfach gerade mitten in der Nacht ist, aber ich Bock auf das Game hatte. Und ja. So, möge der bla 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 bla. Oh, okay. Sieht nicht schlecht aus. Was haben wir denn aktuell drin? Ja, wir haben auch, glaube ich, gar nicht so viel mit dem Ding hier gespielt. Deswegen lassen wir es erstmal. Und dann werden wir hier zur Mission pimmeln. Erstmal wieder unser. Ne, warte mal. Unser Pferd rufen. Dann können wir uns ja hier mal warm kloppen. Machen wir das so. Den Bait wäre ich gerade fast reingefallen, ne? Oh, okay. Das haben sie halt sogar wirklich realistisch gemacht. Also Perry sitzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall gut, dass wir das so gemacht haben, dass wenn du die scheiß Bombe halt ins Dingens wirst, ins Wasser, dass sie halt auch dann nicht hochgeht. Warte mal, da hinten war doch das Duell, ne? Ja, da hatten wir das Duell. Ich glaube, es gibt fünf davon. Und vier haben wir jetzt gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe da irgendwie was gehört, dass es davon ein paar geben soll. Finde ich auf jeden Fall cool, dass es da noch mehr als eins von gibt. So. Ah, hier ist ja auch schon die Mission. So, meine Nase juckt. Wieder hoch. Mein Herr! Was geht? Es kam des Nachts. Habt ihr es gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name?
Shino, mein Herr. Das hat lange gedauert. Muss sie so lange überlegen? Sagt, was habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon. Seid ihr sicher? Wie in den Geschichten, die mein Vater erzählte. Ein Monster im Fluss. Clownspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb. Und mein Vater ging, um das Kappa zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und Schreie. Und ich weg war er. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Seid vorsichtig, Herr. Die Kappa sind hungrig. Ja, juckt mich nicht. Ich bin auch hungrig. Umgeworfen. Jemand hatte es eilig. Angebissener Fisch. Da war jemand ausgehungert. Spuren könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Ich glaube, du fantasierst, Kollege. Die Spuren gehen weiter. So, hier. Ach, da, hier. Echt Probleme, die zu sehen. Da liegt jemand. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Macht einen Deckknecht für einen hinten. Mehr Spuren. Sie führen dort lang. Dieser Geruch. Gegrillter Fisch. Also ich würde schon sagen, ich habe einen ziehen lassen. Was übrigens nicht stimmt. So, hier weiter. Oh. Ups, ich dachte, das wäre das Ziel. Was ist denn der da? Das war kein Kappa. Nur Diebe und Mörder. Auch eine Art Monster. True. Kämpfen wir! Sehe ich irgendwie anders. Shinos Vater bestohlen. Trockenfisch. So, muss sie alle durchsuchen. Ein paar Steine. Eine Flöte. Hat wohl Shinos Vater gehört. Eine einfache von Hand gefertigte Flöte, die Shinos Vater vom Banditen gestohlen wurde. Ich werde sie ihr bringen. Aber erstmal plündert euch noch deren Lager. Die brauchen den Scheiß ja jetzt eh nicht mehr.
Ups. Ja, okay, dann nicht. Geht doch. Auch nicht gleich so. Da. Die sollte doch drin bleiben. Ist sie doof? Mein Vater. Ja, der lebt nicht mehr. Shino. Das Kappa hat ihn getötet. Kein Kappa. Diebe. Nein. Doch. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Ah ja. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja. Also gut, jetzt gehört sie mir. Er kommt mit mir nach Akashima. Ja, viel Spaß, ich hole ihn nicht. Vielen Dank. Spaß, ich weiß, dass sie von der Flöte geredet hat. Ich werde bald aufbrechen. Oh, geil. Talisman der Prügelei habe ich, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Ein neues Geschenk gibt es. Ja. Ich könnte theoretisch erstmal jetzt hier durchbollern. Mache ich jetzt auch. Dann gucke ich mir an, was da hinten ist. Ausguck, okay. Kämpfen wir! Klatsch mal hier noch ein paar Mongolen um. Das sind nicht zu heuer hoch nah! Ah, ich habe keine Dingens mehr. Ah, scheiße, jetzt ist dein Feuer nämlich aus. Scheiße. Dass du auch den ganzen Scheiß immer persönlich nehmen musst, ne? Wenn dein Timing bei den Scheißsperren einmal im Arsch ist, na. Bist gebumst. Gebumst. So. Eisen, Artefakt.
Ja, cool, danke. Opfergabenteller. Das mongolische Volk verehrt eine vielfältige Hierarchie von Geistern. Die höchsten in diesem Pantheon sind die Tengri. Diese Geister werden für gewöhnlich nur von großen Schamanen und Anführern angerufen. Ja, ansonsten ist besetzt. Darunter befinden sich drei Gruppen von Ahngeistern. Fürstengeister, Beschützergeister und Wächtergeister sowie niedere Stufen davon. All diesen Geistern wurden an öffentlichen und privaten Schreinen zeremonielle Opfergaben dargebracht, die aus Essen, Räucherstäben und Trankopfern bestanden. Okay. Keine Ahnung, was Trankopfern sind, aber cool. Cool Story, Bro. So, hier ist nichts mehr. Doch, da. Eisen. Muss ich schmeißen. Ich dachte, erst hier wäre ein Bambusstand da. Bambusch. Schwarzpulverbombe. 18 Vorräte. Ey, sind da noch ein paar. Bye, bye. Eisen, Brette. Bla, ja, komm. Hey. Oh, nett, dass er wieder hochgeht. Ich habe auch gerade auf der Leiter probiert gehabt, nach oben zu hauen, aber hat nicht funktioniert. Und da er ja zum Glück auch anscheinend nicht nach unten treten konnte, haben wir uns dann spontan dazu entschieden, dass wir beide hochgehen. So, Elden. Nix. Nix, 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 nix. Ist auch keine Kiste. Dü, 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 dü. Leder. Vorräte. Günei. Eisen. Digga, wie viele Zelte sind ja eigentlich, ja? So. Das war's dann schon, ne? Joink. Es war gut, dass wir das gemacht haben. Hat nämlich viel von dem Shit hier geklärt. Gut, dann einmal dahin. In die Richtung müssen wir. Aber ich glaube, da würde ich vom Pferd absteigen müssen. Beruhigt euch, ich habe die Blume gesehen, aber dann Bock, die jetzt einzusammeln. Oh, muss ich einfach so darüber. Oh nice, Digga, der treibt dann sogar. Treiben wir uns nicht zu weit, Kollege.
So. Voice Crack. So. Fett. Ach so. Joink. Ich schätze mal hier hin, oder? Blume. Ja, das würde gehen. Dann halt in zwei, wenn das Spiel das nicht in die Hitte bekommst. Bekommst. Auch. So, dann wahrscheinlich da. Ach, da. Ja, ne, die Blume habe ich keinen Bock zu holen. Talisman von Tsukuyomi. Ermordete Gegner lassen zusätzliche Munition und Vorräte fallen. Mhm. Ja, aber pff. Nicht so, als hätten wir irgendwie ein Problem mit Vorräten oder so, ne? Ja, Munition. Pff. Kommen wir eigentlich auch gut mit aus. Jo, dann würde ich sagen, reiten wir doch mal hier so in die Richtung. Ach, da lieber nix. Warte mal. Ist das so eine Basis? So? Dann mache ich die doch zuerst. Und dann haben wir nämlich da auch einen Fast-Travel-Punkt. Und was ist das da? Sehr Spiel von mir. So gut jetzt, ey. Ah, noch ein Duell. Glaube ich. Laut Ryuzo seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Ja. Let's go. Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Cool. Dann bin ich wohl dein Verderben jetzt, wa? Ich meine, es ist cool, ne? Diese Sequenz. Aber dass man es nicht überspringen kann, ist nervig. Weil jetzt habe ich es auch tausendmal gesehen, gefühlt.
Furiosos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Das ist so ein geiler Move, ne? Einfach einmal mit ein bisschen Speed. Gut, doch es ist vorbei. Die Klinge zu drehen und dann so, yo, die ist übrigens sauber jetzt. So, zu dem Vogel gehen wir gleich. Jetzt will ich erst eben hier glotzen. Ist auf jeden Fall mongolisches Gebiet. Ja, komm, machen so. Diese dreckigen Wichsthöhlen, na, das gibt mir echt auf den Sack, ey. Okay, keine Ahnung, wo der Hund hin ist. Moin. Nee, hol ich das gleich. Moin.
Mongolische Bombe. Der Aufstieg des Mongolenreiches brachte Fortschritte in der Schwarzpulvertechnologie mit sich. Ein Beispiel dafür ist ihre Aneignung der himmelerschütternden Donnerbombe. Ist klar, da nimmt wohl jemand zu viel Drogen. Die zum ersten Mal in China des 12. und 13. Jahrhunderts entwickelt wurde. Diese Handbombe besteht aus Gusseisen und verfügt über eine variable Lunte. So kann der Anwender die Länge des Dochts an die Entfernung zum Ziel anpassen. Das ist cool. Aber himmelerschütternde Donnerbombe bei den kleinen Dingern? Meine Güte, ein bisschen übertrieben, ja. Mussten wohl ein bisschen was kompensieren mit dem Namen, wa? Ciao. So, lass uns doch mal gucken, wie wir hier vorankommen. Wir brauchen noch 22, nee, gar nicht, 12 sogar nur. Geil, Alter, nach 12 Stahl und wie gesagt 5 Gold, dann können wir die auf das höchste upgraden. Unsere Standardklinge. Das ist gut. So, warte mal. Dann haben wir das doch gemacht. Bums. Okay, da ist aber nicht so viel mehr draus geworden. Aber ist egal, wir haben einen neuen Fast-Travel-Punkt, oder? Doch, ne? Ja, wir haben einen neuen Fast-Travel-Punkt. Das ist gut. So, dann holen wir uns jetzt einmal hier draußen wieder Kage. Nicht schlecht. Nicht schlecht versteckt hier. So. Ach so, Moment. Soll ja auch alles hier seine Richtigkeit haben, ne? Der kleine süße Racker. Das, dann einmal das. Ach so, ein Haiku wieder. Ein Spiegel des X, Laternen des Nachts?
Die Verbündeten. Ein Spiegel des Ichs klingt ehrlich gesagt cool. Ja, komm, wir machen das mit dem Spiegel. Na, wir fangen links oben an. Die Wunden werden tiefer. Angst, was darunter lauert. Meer aus Rot, Wiedergeburt. Beschützt vor dem Hass. Bewacht von Weisheit. Selten Sieg gelehrt. Ne, steten Sieg gelehrt. Ah, selten, alles klar, Digga. Selten gutes Deutsch höchstens. Ein Spiegel des Ichs. Die Wunden werden tiefer. Beschützt vor dem Hass. Also das Stirnband sieht hässlich aus. Ja, ich meine, also das an der Seite ist okay. Weiß nicht, soll das Blätter sein oder Blut? I don't know. Der Frosch? Unnötig. Aber ja. So. Snacken wir uns hier die Blumen und dann markieren wir uns erstmal Hit. Das sind wieder die Schweine. Wait a second. Ah, ich dachte, das wäre wieder so ein Duell. Aber hier ist was. Ja, gut, aber nichts, oder? Wäre das ein Fast-Travel-Punkt vielleicht? Einmal eben in die Hütte hier. Da sind schon wieder so ein paar Schweinenasen. Na gut, zurück zu Karge. Nehmen wir doch schnell mit. Bam, bam, bam. Zwei, bam, 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 bam. Bam, bam. Oh Gott. Okay, also. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Legendenerzähler haben wir auch noch direkt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Fast-Travel-Punkt. Ah? Wie Diebesversteck. Was willst du von mir? Habe ich in die Richtung, ne? Na, jetzt gucken wir weg davon. Okay, dann ist es doch hier oben. Ja, alles klar, gutes Pferd. In Zuzu verloren wir noch mehr. Boah, der hat so eine tiefe Stimme. Überlebensnotwendig. Auf Befehl von Fürstin Sanjo gelten neue Regeln für alle, die dieses Lagerhaus nutzen. Erstens wird jeder, der beim Stehlen, Ausleihen oder sonstigem Berühren von Waren, die weder ihm noch einem Kollegen oder direktem Vorgesetzten gehören, erwischt, wird hingerichtet. Ohne Ausnahme. Zweitens bekommt jeder, der beim Urinieren, Koten oder Spucken im Lagerraum erwischt wird, eine Klinge in den verantwortlichen Körperteil gerammt, aus dem die entsprechende verbotene Substanz kommt. Au. Drittens, Goro, falls ihr nicht zu betrunken seid, um dies zu lesen, rate ich euch, dass ihr umkehrt und sofort verschwindet, bevor euch jemand findet und hinrichtet. Diesmal gibt es keine Ausnahmen. Au. Euer Freund war genau in dem Moment da, als Jinsa keine Vulkanida. Ey. Warum redet ihr über mich? Nirgends ein Tropfen Sake zu finden. Jetzt höre ich, ein Händler verkaufe ganze Karren voll an die Mongolen. Hoffen wir, er tut es nur, weil er keine Wahl hat. Reden wir nicht über Kenji? Oh. Halt, Ronin! Was bist du denn? Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte. Kommt mit mir. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Warum sollte ein Samurai seinen Hals für einen Schmied riskieren? Das ergibt keinen Sinn. Hey, wait. Ach, der Typ ist Main Quest. Ja, okay, komm, dann machen wir das jetzt zuerst. Meine Fresse, ist doch egal. Wait. Ah, okay. Hätten wir auch die andere Leiter gerade da vorne nehmen können, aber ist okay. Fürst Sakai, das ist Fürstin Sanjo. Cool. Willkommen in der Umugi-Bucht. Danke, ich klaue euch mal ein bisschen Vorräte, ne? Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hätte auch da hinten sitzen bleiben können, aber... Außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt? Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Alter, Alter. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir könnten einander helfen. Als Maul. Die letzte Geschichte von Kenji. Joink. So, wo ist er denn? Die Sacknase. Oh, Digga. Hey. Ah, guck mal hier. Mein Herr, bitte. Haha. Nice. Ich habe eine Nachricht für euch. Ja, später. Erstmal Main Quest. Ihr seid wohl Goro. Jeder muss irgendwer sein. Wow. Wer seid ihr denn? Dein Fürst Untergang? Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich stehe aber vor dir. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Oui. Fürst Shimura verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt.
Das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Richtig. Nach Komoda dachte ich, meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern. Um die Samurai zu betrauern. Genau. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Wenn ihr so empfindet, schöpft Mut. Helft uns, sie zu rächen. Wir brauchen viel mehr Samurai dafür. Die bekommen wir, wenn ihr Shimuras Botschaft überbringt. Achso, ich dachte, der wollte den einschicken und sagen sie, jo, Digga. Kommt rein. Ja, warum machst du dann die Tür zu, du Arschloch? Dachte der... Nach der Mongolenblockade kommen wir nicht leicht vorbei. Habt ihr Fürst Shimuras Botschaft? Er hat sie. In seinem Lager an der Küste von Akashima. Ah, das trifft sich gut. Eins meiner Boote liegt bei Fort Nitodake versteckt. Die Karte zeigt euch, wo ich auf dem Waldweg warten werde. Warte. Was soll ich denn gerade sagen? Achso, ich dachte, der soll die Botschaft überbringen. So, jo, Digga, wir kommen übrigens für dein Verderben. Aber... Eine Karte zu Goros verstecktem Schmugglerboot in der Präfektur Yarikawa. Macht auf, Goro! Wir gehen erst, wenn ihr eure Schuld beglichen habt. Mist. Ich nehme sie mir vor. Bewegung. Und ich halte mich da raus. Wir sehen uns in Akashima, Fürst Sakai. Versteck dich nicht, Goro! Wir wissen, dass du da bist. Wovor hast du Angst? Na, ihr kleinen Pisser. Ich habe keine Ronin gerufen. Mein Herr, was habt ihr mit Goro zu schaffen? Meine Sache. Wir kommen wieder. Hat jemand meine Tochter gesehen? Ich dachte, ich darf den jetzt auf die Schnauze hauen. Was ist denn die Scheiße jetzt? Hat jemand Kuma gesehen? Kuma, wo bist du? Mein Herr, bitte, helft mir! Nee. Nicht wirklich. So, warte mal, was ist denn das hier? Die sechs Klingen des Kojiro. Kensei-Rüstung. So, wo ist der Knecht? Oh. Hier ist Loot. Ah, oh, wow, Vorräte. Bloß nicht zu geizig, wa? Mein Herr, bitte! Ich habe eine Nachricht für euch. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen. Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. Fünf Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Digga. Du lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Ich muss die anderen fünf abschlachten. Und die fünf Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch von unschuldigen Menschen zu sich locken. Zwei habe ich davon schon besiegt. Und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen.
Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Das sind die Dinger, okay. Nice. Ja, das heißt, die letzten Duelle sollten ja jetzt auf der Karte markiert werden, oder? Ja. Die beiden habe ich ja schon gewonnen. Da, da und da sind die anderen. Okay, nice. Cool. Aber dann haben wir das auch auf Halde. Dann können wir uns ja jetzt erstmal um ihn kümmern. All meine Waren sind nützlich. Ja, ja, sagt jeder. Nee, mein Herr, bitte, helft mir! Das ist nicht Kenji, aber eine neue Nebenmission. Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Bestimmt erinnert man sich dort an sie. Ja, wo soll das sein? Okay. Was will der Vogel denn? Wahrscheinlich wieder mit das da zeigen, oder? Ja. Gut, dann brauche ich anscheinend die Kreistaste auch nicht mehr zu drücken. Wenn das ja nicht für nötig hätte, sich abzurollen. Jill, hier rüber, schnell. Wir gleich reden. Oh. Das war das, wo ich hin sollte. Okay. Masako. Wie lange seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden.
Wir müssen uns verstecken. Hier lang. Angeblich soll Omura nach Omugi reisen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier, wartend. Von hier überblicken wir alles. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist schließlich 20 Jahre her. Ihr kanntet ihn? Er belieferte unseren Clan, aber er hinterging uns. Er behauptete, dass mein Gemahl ihm nicht genug zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Behaltet jetzt die Straße im Auge. Und das kann ja jeder bezahlen. Das kann ja jeder erzählen. Masako, da. Männer auf dem Weg. Sie sehen aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 Jahren. Sind sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Wer weiß. Schlachten wir sie ab, dann finden wir es raus. Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugehen. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Omugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihnen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links, ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben, sonst werdet ihr gesehen. Undankbare kleine Ratte. Zu arrogant, mir bei der Drecksarbeit zu helfen. Aber mir beim Geld ausgeben helfen wollen, wenn ich reich sein sollte. Nasse Füße. Vater, ich habe die Familie gerecht. Der alte Adachi ist tot. Sein Clan auch. Kippei findet mein Tun schändlich. Aber er weiß nicht mehr, was Adachi uns antat. Dir antat. Bis zum Morgen werde ich genug Geld haben, um tausendfach aufzuwiegen, was sie dir genommen haben. Kann ich vielleicht auf seinen Grab kacken? Noch schwimmen heute. Wenn ich erstmal reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Oder kauf dir einfach vernünftige Schuhe. Kippei, bist du das? Dass ich die eingelegten Zwiebeln gestohlen habe, ist ewig her. Ich werde meinen Bruder rufen. Nicht nötig, ich gehe. Wo seid ihr gestern gewesen? Ich musste den Kopf. Was erwartet ihr denn? Hier ist Omugi. Sollte ich auch mal probieren. Irgendwann wählt ihr mal einen Vogel und folgt ihm so weit ihr könnt. Das auch nicht Masako? Ich sollte zu Masako. Ah, oh, da ist Kenji, okay. Wissen wir schon mal Bescheid. Jin, hier drüben. Hi, was geht? Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang.
will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Sie gehen. Ihn nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. Er wird also am Strand sein? Den habe ich ihm als Treffpunkt genannt. Der Alte stimmte gleich zu. Will nicht, dass etwas herauskommt. Wie kannst du nach dieser Sache bloß schlafen? Da waren Kinder. Es war nicht meine Hand. Voll geil, wie unser Pferd einfach im Weg steht. Die alte Frau? Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Bleib zurück. Chill doch. Das ist zu nah. Halt's Maul. Gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Ist etwas faul. Überlass mir das Reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Tod in 3, 2, 1. So ist doch. Nein, Omura gehört mir. Ja, zu spät. Von einem Brief gesprochen. Vielleicht hat er ihn noch bei sich. Mal sehen. Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Ihr solltet einen Mann namens Umura in der Umugi-Bucht treffen. Er will mich erpressen. Tötet ihn. Ich bewege Gelder aus Kushi und bezahle euch, wenn die Aufgabe erledigt ist. Diese Nachricht trägt das Clan-Wappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Drohungen sind nicht nötig. Ich bringe die Zahlung gerne nach Umugi im Austausch für euer Schweigen. Bis dahin seid ihr versichert, dass eure Diskretion geschätzt wird und ihr großzügig entlohnt werdet. Das war eine Falle. Wow. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nach zu urteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden. Einen Clan gründen. Ryosu? Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir. Klingt nach Ryosu. Grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. Einer der Mörder meiner Familie läuft in Kubara frei herum. Sucht mich dort bitte auf. Oh, nice. Ist die Frage. Ja, haben wir. Das heißt, wir können den auf jeden Fall upgraden. So, dann ab zu Kenji. Kenji, was macht ihr denn hier?
Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist Schauen wir mal, Kleiner. Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich, doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. True. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn ihr ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Irgendwie glaube ich das nicht. Der erzählt die gesamte Story über schon Bullshit, der Typ. Verschweigt Sachen, erzählt nur die halbe Wahrheit. Ich glaube ihm das nicht. So, machen wir dann danach. Aber erstmal untersuchen wir das Verschwinden hier. Später, ja. Wer hat den Hund ins Dojo gelassen? Entschuldigung. Redet er jetzt von dem echten Hund oder soll das ein Diss sein? Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Okay. Wenn ihr passt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. Kann ich ihn vielleicht umbringen? Weil der ist ein bisschen sus, der Boy. Servus. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Hör mal auf, dahin zu kacken. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Digga, dass sie immer überall hinscheißen müssen, ne? Was ist denn los mit denen? Es geht ab, Stehlampe. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Okay, der Typ ist sus. Gut, dass ich kein Samurai geworden bin. Ja. So ein Loser wie du bist, wäre es eh nichts geworden. So, wo ist denn das Dojo? Hä? Da war ich doch gerade drin. Hey, Krieger! Was geht? Hier drüben. Was geht, was geht? Ich weiß, nach wem ihr sucht. Komm mal auf zu Jam da hinten, ja? Ihr kennt Kuma? Ja. Doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. Okay, es gibt also auch hier Verräter. Ach, wen wundert's? Oder er will mich umbringen. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Redest du heute noch oder sollen wir bis Afghanistan reisen, bevor du redest? Hier können wir ungestört sprechen. Na dann erzähl mal. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße. Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl. Okay, das ist ein bisschen, ja.
Warte mal, da oben waren wir noch nicht, ne? Heutzutage kann man keinem trauen. Ein unschuldiges Mädchen, das für Banditen arbeitet, hat alles geklaut. Sie sah aus wie ein hilfloses Mädchen. Ich sah die Männer erst, als es schon zu spät war. Los jetzt, Kage! Aber wir müssen eher auf der Seite hier bleiben. Schickt euren besten Krieger! Das Nomanaka Gasthaus. Hier sollte Koma sein. Ist noch. Na, doch richtig gesehen. Und dann bestimmt jetzt nach oben, ne? Ich find's geil, dass sie jedes Mal in die falsche Richtung gucken, ne?
Da ist die Leiter und der guckt einfach dahin, als, keine Ahnung, könnten wir fliegen oder so. Sie haben mich getötet. Ich wollte nie jemanden schaden. Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Hey! Aber ich sehe keinen mehr. Ah, hi, was geht? Das war aber auch nicht der letzte. Weil ich habe bisher keinen Punkt bekommen. Aber hier ist doch keiner mehr. Okay, komm, scheiß auf die XP. Ja. So, ich dachte, ich muss jetzt komplett zurückreiten. Oh, hi, was geht? Oh, Entschuldigung. Lol. Das ist Irrsinn. Den Typen weggetackelt, nichts passiert. Bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner. Ich wusste, er ist es, dieser Hurensohn. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das Gott sei Dank. Gott sei Dank darf ich den Typen abschlachten. Boah, Digga, diese Tanz des Zorns-Attacke ist so geil, Alter. Ich liebe sie. Und mir kostet nur 3 Punkte. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ja, dafür gibt's uns. Easy. Olrit. Talisman der Wildheit. Haben wir schon. Doch nicht. Oh, okay. Warte mal, dann lass mal... Doch? Hä? Warum wurde der uns nicht angezeigt? Egal. Dann reiten wir jetzt zu Yuma. Yuna, Entschuldigung. Yeah.
Oh. Oh, das ist gut, ja. Das machen wir zuerst. Das deckt nämlich auch wieder schön viel von der Umgebung hier auf. Chinesische Vase. Die 6 Jahrzehnte andauernde Eroberung Chinas durch die Mongolen begann mit Genghis Khans Einfall in Westxia im Jahr 1205. China steht jetzt unter Herrschaft Kublai Khans. China wurde damit zum ersten Mal in seiner Geschichte vollständig von einem fremden Herrscher erobert und regiert. Viele Chinesen sind jetzt gezwungen, die mongolischen Kriegsbemühungen zu unterstützen, darunter Gelehrte, Ärzte, Ingenieure sowie jeder, der wertvolle oder besondere Fähigkeiten vorweisen kann. Ja, du, fackelt ruhig mal eure Basis ab. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe beide geparried.
bekommen angezeigt. Ich parry beide und einer ist dann trotzdem der Meinung, zuhauen zu dürfen oder was? Hä? Was ist denn das? Dann zeige ich mir halt nicht an, dass ich zwei Leute parry, sondern nur einen. Kein Loot. Kein Loot. Er darf nicht entkommen. Tschüss. Ich
töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Ach so, das heißt, das ist nicht irgendwie eine Windglocke, die auf der Map pimmelt, sondern das ist schon eine, die ich selber werfen muss. Was machst du, wenn der Typ, der das Game aber gerade spielt, noch keine freigeschaltet hat? Gibt es da eine andere Quest, oder? Hä? Wo denn? Ah, der. Hat der einen Helm auf? Naja, aber jetzt auch nicht so einen krassen, ne? Aber bevor ich ihn anschieße und das dann nicht funktioniert. Servus. Da auf dem Dach ist, glaube ich, auch einer, ne? Okay. Voll geil, Alter. Kannst du in Zeitlupe springen. Ein Geräusch. Da muss ich gucken gehen. Dann kann ich mir auf die Schnauze hauen lassen. Deine Mama. Räum dein Zimmer auf, du kleiner Scheiße. Servus. So, das heißt... Oh, lol. Hey, wie hat der Typ mich nicht gesehen? Bro, kannst du bitte einfach hoch? Dann einmal hier raus. Und dann einfach hier runter. Kann so schwer sein, ne? Okay, hier sind in jedem Haus zwei von diesen Knechtgesichtern drin. Da ist der Obermufti von denen. So, die Tür ist raus. Dann kann ich es aufmachen? Nee. Da auch anders rein? Naja, ne? Ich würde zumindest nicht sehen, wie. Achtung, ein Bogenschütze! Er ist das.
nicht so erfolgreich, Junge, wa? So, guck ich mal, was der hier schön in der Bude hat. Okay, gar nichts. Hat sich also nicht gelohnt. Nichts Geiles in der Butze. Ah ja, komm, pass auf. Dann machen wir das jetzt so. Dann ist die Basis nämlich auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Dann brauche ich jetzt, glaube ich, nur noch die Banner. Und dann haben wir es. Können wir ja mal eben hier gucken. Habe ich die Zelte hier untersucht? Ich glaube ja, ne? Von der Seite hier kam ich doch aus. Ja, von der Seite kam ich definitiv aus. Gespräche mit dem Khan 6. Kotun scheint die Ereignisse in Burg Kaneda und die Befreiung von Fürst Shimura hinter sich gelassen zu haben. Teilweise, weil Burg Shimura noch ihm gehört, die strategisch wichtiger für die Kontrolle über die Insel ist. Sie schützt auch seine Truppen im Norden, die derart geheimen Befehlen folgen, dass sie nicht herausfinden konnte, wie sie lauten können. Dass ich nicht herausfinden konnte. Und ich glaube, es bereitet Kotun Freude, den Machtsitz des Shimura-Clans zu entweihen. Jedenfalls scheint Kotun überzeugt zu sein, dass sich seine Feinde damit erschöpfen werden, die Mongolen sich selbst zu bekämpfen. Es muss sich lediglich mit Nahrung, Vorräten und Munition eindecken. Um zum Festland segeln, wenn die Zeit reif ist. Das war sogar eine Nebenquest anscheinend. Neue Techniken verfügbar. Wieso? Das ist auch nicht schlecht. Zwei Gold. Das ist geil.
Dann haben wir jetzt nämlich 3 und wir brauchen, glaube ich, 6, ne? So, dann gucken wir jetzt noch einmal. Sehr, sehr nice. Machen wir eben die beiden unentdeckten Orte hier. Okay. Kann man natürlich mal machen. Muss man aber auch nicht unbedingt. Das ist der Legendenerzähler, das heißt, das haben wir auch direkt aufgedeckt. Ja, ja, erzählt es jemand anderem. Komplett falsch gelaufen. Ja gut, dann gehen wir jetzt erst zu Yuna. Hallo, mein Herr. Skid. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Hm. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt dir seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bad in einer heißen Quelle. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. Nein, ich gehe da zuerst hoch, Bitch. Entschuldigung, ich hoffe, ich weck dich nicht auf. Der war einen guten Schlaf, der Junge. Okay. Das hat halt original keine neue Quest gegeben. Wo ist Yuna denn, Digga? Yuna. Boah, Digga, ist doch nicht dein Ernstspiel. Ich dachte, du bist in Yarikawa. Ich kann auch nicht zurück.
Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt, wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Ich bin noch gerade... Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Ich wollte gerade sagen, Digga, ich bin doch gerade hier noch durchgelatscht. Ein Samurai? Was geht? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Verräter. Es gibt Ärger! Ich bereit. Ein Samurai! Entschuldigung. Ichi! Ichi, wo bist du? Ichi ist bestimmt oben. Okay. Du lebst. Warum seid ihr hier? Okay. Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Hm? Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet, um zu... Bitch! Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Okay, Beef. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. Findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Nice. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Wow. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Talisman der Verjüngung. Regeneriert im Kampf bis zu 2 Entschlossenheit. Mhm. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein paar offen hier.
Alles klar. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann mit Yuna direkt auch weiter. Weil ist ja eh hier vorne. Und schauen mal, wie die Geschichte hier von Ghost of Tsushima weitergeht. Bis dahin, haut rein. Peace.